Ja, Freunde, da bin ich auch schon wieder zurück und ja, halbe Stunde hat es gedauert, bis ich hier hintergekommen bin. Es ist phänomenal. Zum einen habe ich vergessen, etwas zu nehmen. Und zwar seht ihr hier das, was unter der Karaffe stand. Das an. Nein, da ist ein Zettel. Den können wir nehmen. Ding. Ich frage mich, wofür das hier gut ist. Ja, das gucken wir uns nämlich direkt mal an. Nein, angucken. Auf dem Papier steht Brenn. Was? Breznja VVSUP 2123. Genau, das ist ein ja, Öffnungscode. Und wenn wir jetzt hier nochmal die Tür öffnen, schließen, haben wir hier ein Sicherheitsschließsystem. Und wenn wir das benutzen, können wir den Code eingeben und dann kommen wir heraus. Ist es nicht herrlich? Sicherheitsschließsystem aktiviert. Bitte Öffnungscode eingeben. So, VVSOP 2123. Sicherheitsschloss deaktiviert. Ja. Und schon können wir raus. Ist es nicht herrlich? Naja, gut. Hier angekommen. Das ist eine Phaserkanone. Da benutzen wir Scotty direkt mal mit. Aua. Das war mein Arm. Ich habe mir das Ding hier angesehen. Und das Einzige, was wir vielleicht benutzen könnten, sind die Kondensatoren. Ich habe sie ausgebaut. Sie absorbieren etwas Energie und setzen sie dann wieder frei. Ja. Genau. So, soweit ich mich erinnern kann, die Kondensatoren können wir hier auf. Das weiß ich nicht. Ach nee, hier war das genau. Die Kondensatoren müssten sich rasch aufladen. So, dann benutzen wir den anderen auch nochmal damit. Ja, wissen wir. Dum-di-dum-di-dum. Tut der jetzt noch was? Mr. Scott würde mehr über diese Maschine wissen. Ja, dann macht das doch. Diese Maschine erzeugt eine Menge Energie. Ja, aber wieso? Wieso laden die sich denn nicht auf? Die müssen blinken. Chekov nimmt den Kondensator vom Aurora. Auroregenerator. Oh Gott. Ah, jetzt blinkt er. Ist das ein Scheiß? Da, jetzt müsste nur noch der aufgeladen sein. Dumm, je dumm. Ach komm schon, bitte. Ein altmodischer Was? Phaser-Kanonen-Kondensator, der gegenwärtig nicht geladen ist. Lichter fallen wie ein unaufhörlicher Wasserfall über die Oberfläche dieser Vorrichtung. Schilder an beiden Seiten tragen die Aufschrift: Der Fantecourt Auro-Regenerator wurde dem Museum von Sir William Lowden gestiftet. Ursprünglich ein Jahr. Ja, aber warum laden die sich denn? Aha, na endlich. So. So, jetzt können wir hier nach unten gehen. Tür-Sicherheitssystem in Kraft. Bitte Öffnungscode eingeben. VVSOP 2123. Deaktiviert. So, jetzt benutzen wir Scotty. Das sieht irgendwie aus wie die Voyager. Ich glaube, mit dem hier. Denn da fällt ja, glaube ich, gleich was raus. Kann das sein? Eine äußerst absonderliche Maschinerie. Ich frage mich, wofür sie gebaut wurde. Gut, das, nein, dann benutzen wir das hier.
Ja, genau. Vieles ist einfach zu groß, um es herumzuschieben. Aber wir haben hier ein paar feine magnetische Klemmen. So, und war das das? Es sitzt einfach alles zu fest in dieser Kapsel. Ich brauche anständige Werkzeuge. Ich habe eine Zug... Was? Zug? Angsttafel? Ach, eine Zugangs... Oh Gott. Eine Zugangsttafel. Zugangsttafel. Gelöst. Ich bin mir aber nicht sicher, was wir damit anfangen können. Nehmen wir doch da einfach mal was raus. Wie, sie können nichts nehmen. Schade. Das käme mir so vor, als wolle ich versuchen, für Mr. Spock den Arzt zu spielen. Es wäre wohl besser, wenn sich einer von Ihnen um diese Angelegenheit kümmert. Ja, den hat man ja schon. Was sagt er denn dazu? Ich habe ja nichts gesehen, was uns irgendwie helfen könnte. Und du? Meiner Meinung nach haben die Pläne hier keinen Durchgang zum anderen Raum gezeigt. Wissen Sie vielleicht etwas, was wir nicht wissen, Captain? Ich höre mich irgendwie immer französisch an, kann das sein? tja. Ich weiß es nicht. Egal, gehen wir hier mal wieder raus. Ihr Freunde, die 10 Minuten sind rum, bis dahin, einer über 18, tschüss. Mein Gedanken war aber anscheinend nicht bei der Uhr und bei der Zeit. Denn das waren nur 6 Minuten und ich glaube 27 Sekunden. Also hier die restlichen 4 Minuten von diesem Teil. Und ja, hier in diesem Raum benutzen wir jetzt den guten Scotty. Mit dem Tisch. Diese Maschine erzeugt eine Menge... Na okay, das ist nicht viel. So, wir brauchen... Moment, was habe ich jetzt hier? Sind das die Magnetklammern? Captain, sollten wir nicht zuerst einen Plan haben, bevor wir uns mit Gegenständen um uns schmeißen? Ja, das ist wohl wahr. Das wäre nicht schlecht. Was ist das? Nein, ach nee, das ist die Platte. Hallo! Was ist das? Wo hat er denn die... Das sind doch die Magnetklammern. Ich habe das dumpfe Gefühl, das führt zu nichts. Was ist, wenn wir die da erst hinlegen? Nun komm schon, Chekhov. Irgendwas war das doch. Nee, das ist ja wieder die Platte. U-förmige Magnetklammern. Verstehe ich jetzt nicht. Ich muss die doch hier... Ich weiß, dass ich das damals hier... draufgestellt habe. Oh, ist wahrscheinlich wieder alles so einfach hier und ich denke wieder einfach nur kompliziert. VV SOP 2123. Autorisierungscode korrekt. Warnung. Funktionsstörung in der Sicherheitsautorisierung. Zugang verwehrt. Erscheint die Terroristen empfangen keine Besucher. So, kann ich sie jetzt machen? Denn wir müssen diese Tür im Prinzip dann halt aufsprengen. Immer noch nicht. Other legs me. Nee, damit auch nicht. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Das darf nicht wahr sein. So, das ist der Generator. Ah, nein, 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 ich brauche die... Oh, ich brauche einen der Kondensatoren. Oh, jetzt muss der da wieder ganz rumlatschen. Oh. Komm, latsch ein bisschen schneller. Ja, ja.
So, den guten benutzen wir nämlich damit. Kaputt. Das muss einer der nutzlosen Roboter sein, die ich niemals... Schlechtes Design, Captain. Das wird uns nicht weiterhelfen, oder? Nun, wir haben einen Tanzwettbewerb, Mr. Chekhov. Ja, okay. Freunde, so, jetzt sind die aber die 10 Minuten rum. Ich werde das zusammenschneiden. Bis in den nächsten Teil. NRW über 18. Adieu.